Ich erkenne genau. den Wert darin. So, okay. Was hast denn du jetzt, die Prinzessin? Und was, wie geht's weiter? Liefern Sie die Ski-Archibald Black Slice Turm. Okay. Das sollten wir auch hinbekommen. So. Okay. So, in der Zwischenzeit ist ja oben noch mal eine Aufgabe. Die können wir mal annehmen. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Ach, was ich bin. Ach, was bin ich doch für eine ungeschickte alte Lady geworden. Siehst du. Dank meiner kraftlosen Hände haben mich meine Fracht mittels ins Meer fallen lassen. Was in den Kisten ist, na selbstverständlich nicht als ehrliches Brot, Kartoffeln. Hier meine lieblingen armen Bürger. Okay, Jungs, gehen wir noch hin. Es ist nur ein kleiner Gefallen. Der ist Treibgut holen wir, na klar, machen wir. Wunderstreibgut, nach hier hinten irgendwo. Na gut, das passt, ist gar nicht mal allzu weit weg. Okidoki, so. Wir bauen, haben hier den Hochofen jetzt gebaut. So, der Hochofen ist gegründet. Dann werden wir als nächstes natürlich das Stahlwerk bauen. Kostet 10 Stahl, haben wir noch nicht. Wir werden das als Blaupause schon mal machen. Brauchen dafür aber ja, ungefähr noch mal 100 Arbeiter. Also das heißt, Freunde, ihr kennt das Prinzip doch schon. Wir müssen hier noch mal hochbauen auf ungefähr 200 Arbeitern. Ich spreche hier nochmal ein Abteil. Jetzt haben wir wieder keine Rohstoffe. So, brauchen viermal Holz, um die Dinger jetzt hier hochzubauen. Das ja, nimmt halt schon Ressourcen in Anspruch. Ich könnte jetzt klar mehr Holzfällerhütten bauen, aber umso mehr, umso weniger Bilanz haben wir. Und lieber ruhig angehen als zu schnell. Und durchwaschen wollte ich jetzt ja auch nicht. Muss ich ja dazu sagen. So, aber jetzt auf einmal haben wir wieder neuen Holz. Also das heißt, wir können wieder hochbauen. So, wir müssen jetzt nur im Blick behalten, dass auch alle anderen Sachen jetzt hier standhalten. Wie der Schnaps zum Beispiel, der Fisch, der jetzt hier praktisch noch standhält. Die Arbeitskleidung, die geht hoch. Und so weiter und so fort. Brot und Wurst und so weiter. Ne? Darauf, das ist jetzt wirklich essentiell. Darauf müssen wir jetzt wirklich gut achten. So. Genau, die wollen jetzt ja auch, was wollten die noch haben, eine Kirche? Wir können ja schon mal eine Kirche hier hinzimmern als Blaupause, sonst vergesse ich das dann wieder. Das machen wir. Eine Kirche. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. So. Einzel, du bist zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Dann werden wir es ja gleich sehen. So, okay. So, einmal Zeitdruck. Feuer. Explosion. In Dürbern stürzt der Ausbruch eines kleinen Brandes. Die Flucht der Einwohner, er könnte sich zu einem flammenden Inferion ausweiten. Ein Großband ist über. Bringen Sie frohe Kunde? Jo, ich bringe frohe Kunde. Wie süßer Regen nach langer Dürre. Danke, Prinzessin Quinn. Ein großer Brand ist überfällig, sagt ein Zuschauer. Ich meine, er wäre natürlich furchtbar. -5% zu Zufriedenheit, das ist ja natürlich nicht so schön. Einsatz verschlafen, okay. Schulz bei Jenko versucht zu helfen, macht die Dinge aber nur noch schlimmer. Zusagen sind schon. Sind wir nicht beide Äste desselben Baumes? Angebot, Handelsrecht. Forderung, Handelsrecht, Angebot, bezahlen. Das ist die Frage, wollen wir Handelsrecht, wollen wir jetzt? Ach, wir nehmen eins. Ja, 10%. Du magst uns doch. Du bist ein Fuchs. Ja, ne? Aha, ja, da sind sie glücklich. Okay, ein Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. Sehr schön. Okay, wir legen jetzt mal weiter an. So, Zusagen sind schon und schön und gut, aber dann muss man sich auch daran halten. Also, der Kommentator einer Stimme aus dem Umfeld äußeren Anfuhr, die ungenannt bleiben möchten. Okay. Gelddruckmaschine. Nach der positiven Entwicklung bei Schulz, bei
Jenko mit sagenhaftem Gewinn sagt man, dort haben die Midas, was? Midas? Okay, goldenes Hähnchen. Gut für Midas ist die Geschichte nicht gut ausgegangen, aber halten wir uns mit dem Schwarzmalereien auf. Gut, 5% Zufriedenheit, okay. Ja, veröffentlichen. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Bitteschön. Ich verstehe. Wenn man sein Scheitern öffentlich macht, wird man unverwundbar. Weil die ist echt zufrieden mit uns, kann man sagen. So, Treibgut. Wo ist mein Schiff? Mein Schiff ist steht zu Diensten. Da. So, wir schiffen erstmal darüber, um das hier zu erkundschaften. Und dann holen wir hier Treibgut. Wir haben auch schon bald die erste, 100.000 auf dem Konto. Müssen wir gleich bauen. Auf alle Fälle werden wir jetzt den Hochofen bauen. Wir haben gerade so genug Arbeiter, müssen aber dann auch wieder hochbauen. So, wir bauen jetzt erstmal, um Stahl herzustellen und um dann auch Seife herzustellen. So, okay. Wir werden dafür jetzt hier noch die vier Häuser nochmal hochbauen, dass wir hier wenigstens ein paar Arbeiter haben. Genau so, wie sieht es hier aus? Kohle, Eisen, alles. Dies ist die Vermählung von Himmel und Erde. Was möchtest du jetzt schon wieder? Du willst, dass ich schon wieder Geld ausgebe? Forderung Allianz, bezahlen. Allianz, ja. Herz ist so rein wie weiße Jade. Ja, das ist schön, dass du. Die ist echt zufrieden. Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Ach, das ist deine Tochter? Aha, aha, aha. Ihr seid alle zufrieden mit mir. Sehr schön, na, wir schleimen uns hier richtig ein bei Prinzessin Quinn. Oh, schön. So, okay, das Schiff ist da. Wir sammeln alles ein. So, und bam, komm, letztes noch. Genau. Bereit für neue Befehle. Und dann können wir das jetzt hier zu ihr bringen, zu Berli Ormarmar. Wenn es richtig ausgesprochen ist. So, die Piraten, die machen sich ganz schön breit. Und kämpfen hier auch schon. Aber bin ich ehrlich, nicht mein Problem. Ich lege mich mit dem Viecher nicht an, da. Noch nicht. So, okidoki. So, als nächstes würde ich vielleicht ganz gerne, bevor wir vielleicht doch die Kirche bauen, würde ich vielleicht gerne ein Depot bauen. Depot ist dafür da, um den Hafenbereich zu erweitern, um unser Lager um 50 Tonnen zu erweitern. Sprich, wir können jedes Item um 50 Tonnen erweitern. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Wir brauchen dafür 10 Steine, haben wir auch gleich, und dann haben wir schon mal mehr. Wir können auch unser Kontor schon hochbauen. Das werden wir auch machen, bevor wir dann die nächste Stufe dann erreichen werden mit den Arbeitern. Genau. Genau. So, alles dauert auch ein bisschen. So, okay. So, mein Schiff darüber. Das ist sehr schön. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich hier so in der Zwischenzeit aus? Ja, Leben, das sieht alles gut aus. Ja. Hält sich noch in Grenzen. Ich glaube, wenn wir dann wieder mehr Bauernhäuser bauen, wird es schwieriger für uns. Das ist schön, dass es euch gut geht. Freue ich mich. So, okay. Gut. So, hier. Also jetzt sehen wir richtig, was hier für Mock ist, ey, wirklich. Jetzt sieht man das mal richtig hier. Nur Hitze, Feuer und allem drum und dran. Ich glaube, die Brand mäßig. Also Brandwahrscheinlichkeit ist schon hoch. Ist schon gut, dass wir hier nur eine Feuerwehr gebraucht haben. Wie gesagt, das kann ich euch nur empfehlen. So, hier die Brudereien, die produzieren hier Eisenmine, die produziert hier im 15-Sekunden-Takt hier. Sehr schön mit den Feuerwehren hier. Richtig geil, die Details von. Die Details, ich sag's euch, das ist das. I-Tüpfelchen. Sehr schön. Was du heute kannst besorgen. Verschieb's doch recht auf morgen. Bitteschön. Mein kleiner Glücksbringer. Oh, schleim doch nicht so bei mir ein.
Prinzessin. So, okay. Was haben wir bekommen? Wir haben ein Kriegsschiffe. Ein Schildzapfenmörser. Okay. Mörser. Schaden 600. So viel Kriegsschiffe. Okay. Ja, so gesehen ist es ja, glaube ich, auch ein Kriegsschiff. Da würde ich sogar echt das Handelsrecht ausmachen. Und das dann dafür ja, einsetzen. Okay. Aber wir werden das Flaggschiff erstmal in die Heimat bringen. Und werden jetzt erstmal das Depot bauen. Das Depot, so, genau, hat auch zwei Varianten. Wir haben einmal so ein offenes und ein zues. Ich würde aber das zu nehmen, irgendwie finde ich das angenehmer. Aber man kann die trotzdem von der Seite mit reinwünschen, hier, wie die drin arbeiten und so, wie die Details von den Details. Das ist ein Träumchen. Ein Träumchen einfach nur. Wirklich. Mehr kann man nicht sagen. Weil ich auf der Karte, auf der Weltkarte hier, das sieht echt krass aus, was hier los ist, ey. Meine Herren hier. Himmel, Arsch und Zwirgen. So, wir werden jetzt erstmal Stein sparen für unsere Kirche. Dafür brauchen wir 25 Stein. Damit steigt dann auch wieder die Attraktivität der Stadt. Und das ist ein Luxusbedürfnis, was wir haben wollen. Und als nächstes können wir mit Seife, danach brauchen wir dann nur noch eine Schule und Bier wollen sie haben. Bier können wir schon herstellen. Aha. Dafür brauchen wir wieder Weizen, also Getreidefarm. Dann werden wir eine Malzerei brauchen. Okay. Also jetzt seht ihr auch schon, wir brauchen jetzt wirklich für alle gebauten, brauchen wir jetzt auch Stein und Stahl und allem drum und dran. Dann Hopfen, okay, Hopfen und daraus aus den Malz und aus den Hopfen kommt dann Bier. Schönes, schönes Bier. Ja, was gibt es denn Schöneres als Bier von Schulz? Ne? Also, kann ja nur gut werden. Kann doch nur gut werden. So. Sehr schön. So können wir es machen. Ja, und jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, ne? So, wir können aber. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Gut, dann sehe ich mal nach den Kleinen. Guck mal nach deinen kleinen Kindern. So, wie sieht das mit den Kartoffeln aus? Wann machen wir weiter? Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich ersetzen würden. Anschmeißen, wie sieht es hier mit der Kleidung aus? Können wir auch wieder anschmeißen. Aber nee, das kann man nur lassen. Ja, jetzt irritiert es gerade. Ne? Jetzt sind alle Lagerstände um 50 Tonnen höher geworden. Ne? Sieht dann wieder leer aus. Genau.